Córdoba war sowohl in römischer als auch zu maurischer Zeit die Hauptstadt Südspaniens. Heute ist Córdoba mit 33.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Andalusiens. Schlendert man durch die historische Altstadt mit ihren engen Gassen, so begegnet man hier Ende Januar kaum Touristen und man mag sich die vielen Besucher in den Sommermonaten kaum vorstellen. Immer wieder wird unser Blick in die kleinen Patios, die im Sommer reich mit Blumen geschmückten Innenhöfe in der Altstadt gelenkt. Mit einer Grundfläche von 23.000 Quadratmetern ist die Mesquita von Córdoba der bedeutendste Kulturschatz ganz Spaniens. Sie ist nicht nur die größte Moschee, sondern auch der größte Tempel der Welt. Durch das Tor der Vergebung gelangt man in den Orangenhof. Zu maurischer Zeit standen im Hof Olivenbäume und Zypressen. Die Christen pflanzten hier Orangenbäume. Man gelangt in den von über 800 Säulen getragenen Gebetssaal. Die Säulen sind aus Marmor und Granit gefertigt, die Bögen aus rotem Ziegel und Sandstein. Die Mesquita blickt auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurück. Im Jahr 785 wurde durch den maurischen Emir eine Moschee auf den Grundmauern einer einstigen christlichen Kirche errichtet. In den Jahren 833 bis 852 wurde die Moschee erstmals erweitert. Ein weiterer Ausbau erfolgte in den Jahren 961 bis 66 und eine umfangreichere Erweiterung im Jahr 987. Im Mittelalter diente die Moschee keineswegs ausschließlich dem Gebet. Hier lehrten auch bedeutende Wissenschaftler und Richter hielten hier ihre Verhandlungen ab. Für Jahrhunderte erstrahlte also das Bauwerk in seiner Funktion als Moschee. Nach der christlichen Rückeroberung der Stadt ordnete die Kirche an, inmitten der Moschee eine imposante Kathedrale zu errichten. Der Bau begann im Jahr 1523 und zog sich bis in das 17. Jahrhundert. Aufgrund dieser abwechslungsreichen Geschichte und der konträren Einflüsse verfügt die Mesquita über wertvolle architektonische Schätze unterschiedlicher Stilrichtungen und Epochen. Am Ende des Gebetssaales ist die achteckige Gebetsnische, die Mihrab. Handwerker aus Damaskus wiesen die einheimischen Handwerker in die Kunst ein und so entstand eine Kuppel, die an filigraner Pracht nicht zu überbieten ist.
Die Kathedrale zeigt alle Architekturstile des 16. und 17. Jahrhunderts. Die Brückenbögen und Gewölbe lassen sich dem spanisch-flämischen Baustil zuordnen. Die Kuppeldächer weisen Elemente der Renaissance auf, die Altargewölbe lassen die Architektur des Frühbarocks erkennen. Wir verlassen die Mesquita und schlendern weiter durch die Altstadtgassen. Durch einen Triumphbogen verlassen wir die Altstadt und gelangen an den Rio Guadalquivir. Von der römischen Brücke haben wir noch einmal einen herrlichen Blick auf die Stadt und den Fluss.